bin ich hier, ohne mein gewohntes Hemd, einen folgenden Hintergrund. Dieses schwarze Shirt trage ich heute, weil ich Concealed Carry mache. Hier in den USA bin ich in der Lage, Concealed Carry zu machen. Wie das funktioniert, da habe ich euch einen Link dazu gemacht, zu einem schönen Video, wo ich das Ganze erkläre. Warum ausgerechnet dieses Shirt, das ja einfach nach einem Shirt aussieht? Das Shirt ist von Moya Tactical und ich habe vor Jahren ihm schon auf Instagram gefolgt und gesehen, was er gemacht hat. In der Zwischenzeit wurde es ein bisschen still um ihn und jetzt ist er wieder zurück und hat wieder die ganze Sache ins Rollen gebracht. Und ich fand das so toll und habe ihm einfach mal geschrieben, dass ich es cool finde. Und er hat daraufhin einfach mir gesagt, pass auf, gib mir deine Adresse, ich schicke dir eins durch. Also, ich habe dieses Shirt tatsächlich geschenkt bekommen. Ich soll ein ehrliches Review darüber geben, hat er mich darum gebeten. Wenn ihr neu hier seid, ich habe auch ein Video in Englisch gemacht. Schaut es euch an. Wie ich dieses T-Shirt finde, ganz normal. Ich habe leider nicht so viel trainiert, deswegen sind meine Arme ein bisschen dünn. Aber ist ein L, es passt wie angegossen und es ist anliegend. Es ist kein Schlabbershirt. Und wenn wir jetzt ein bisschen weiter runter gehen und gleich unten gucken, dann könnt ihr mir sagen, wie viel es bringt und wie viel nicht. Ich finde, das T-Shirt macht, was es soll. Er hat sich gedacht, er macht in seine Shirts eine Art Netz rein oder ein Muster, um quasi die Konturen von einer Waffe darunter besser zu verstecken. Jetzt gucken wir uns das mal an. Heutiges Shoutout geht raus an unsere Sponsoren Vienna Arsenal und Bravo Zero Six, dass ich hier sein kann und das filmen kann. Und für die Ausstattung techmerch.com. Bei Techmerch kriegt ihr Shirts wie dieses oder dieses Shirt. Schaut rein, es gibt auch taktische Motive für Frauen, nicht nur für Männer. Wie ihr hoffentlich trotz schwarzem Licht sehen könnt, also ich sehe selbst von hier oben irgendwie nichts. Achtung, tatsächlich, ich trage hier drunter einmal ein Messer und ein Holster mit einer Pistole drin. Natürlich aus Sicherheitsgründen ist die Waffe leer. Das ist eine Kompakt-PDP, die ich hier im Appendix-Holster trage. Und wenn ich hier drüber werfe und ganz normal locker stehen bleibe, dann ist es das, was ihr seht. Nämlich so gut wie nichts. Und darum geht es. Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Dann kann ich euch mal hier ein bisschen dieses Muster zeigen. Er hat hier dieses Padding jetzt da reingemacht. Vorher war das ein bisschen grober oder gröber und man hat es von außen besser durchgesehen, aber hier mittlerweile sieht man es von außen nur noch geringfügig. Wenn man nicht drauf achtet, sieht man das eigentlich gar nicht. Finde ich wunderschön, fühlt sich schön an. Vielleicht auch für Deutschland interessant, falls er nach Deutschland verschickt. Ja, und ihr seht, es gibt innovative Sachen auch da draußen. Selbst wenn man in Deutschland ein Messer führen kann, dann sollte man das ja irgendwie so machen, dass nicht jeder sich gleich irgendwie bedroht fühlt. Es geht ja darum, auch die Leute nicht irgendwie zu belästigen mit unseren Vorlieben. Und dass wir einfach in Zukunft weiterhin unsere Spielzeuge genießen können. Großes Dankeschön an Moya Tactical. Ich werde auch dieses Shirt mal draußen auf der Range tragen, um damit ein bisschen zu trainieren. Da werde ich euch hier gleich nochmal ein bisschen Footage geben, damit ihr seht, was das dann noch in Action kann. Vielen Dank, Moya Tactical. Der Link zu ihm ist unten in der Beschreibung. Schaut bitte rein. Bis zum nächsten Mal. Machst du mal weg? Ich lass laufen. I'm attacked.